Ja, hallo Messerfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist gerade eine neue Ladung THC-Knives reingekommen und da nutze ich doch gleich mal die Gelegenheit, in diese coolen Boxen zu gucken. Und zwar das Modell Südpol. Schauen wir uns hier mal an. Elmex Stahl und Black Canvas Micarta in Kydex. Und das sind ja wirklich coole Messer, die hier der Tritius baut. Da kommt jetzt mal hier so schöne Flyer mit. Und da sieht man immer, das ist der gute Messermacher. Ja, mir wird wahrscheinlich so ein bisschen das Modell und die Herstellung erklärt. Ballistoltürchen liegt auch immer noch eins mit dabei. Und hier haben wir das schöne Südpol. Was mir an den Messern einfach besonders gut gefällt, das ist auch genau das, was die Markus Reichardt Messer haben. Die haben einfach eine unglaublich gute Handlage. Die Dinger nimmst du in die Hand und denkst, egal welches Modell du greifst, das ist für meine Hand gemacht worden. Du denkst echt, da ist ein Handabdruck gemacht worden und dann hat man den Griff daraus geformt. Die liegen einfach fantastisch gut in der Hand und diese Scheiden sind extrem gut verarbeitet und die Messer sitzen hervorragend gut da drin. Gut, über diese elastischen Schlaufen kann man sich jetzt natürlich streiten. Beim Ziehen gibt das natürlich nach, aber dafür haben wir hier natürlich die super Daumenrampe, an der man das Messer dann eigentlich rausmacht. Aber es hat halt natürlich den Vorteil, die elastische Aufhängung, das Ding kann einfach ein bisschen nachgeben. Denkt man, was ich, ein Jäger, ein Förster, der so ein Ding umhat, der durch den Wald fahren muss, alle 10 Meter aussteigt, wieder ansteigt, nach dem Baum guckt, nach dem hier guckt, nach was weiß ich, der Borkenkäferfalle, der steigt hier auf einem Kilometer 50 Mal aus seinem Jeep ein und aus. Und da ist natürlich so ein elastisches Teil genial, weil das dann einfach sich passt, sich ein bisschen an und piekst hier nicht ständig, wenn es starr wäre, in die Wampe, wenn du wieder ins Auto sitzt. Ja, also ich finde es nicht schlecht. Wenn man solche Systeme baut, dann muss man aber auch schauen, dass man hier gescheite Rampe hat, wo man eben das Ding eben dann perfekt aus der Kydex kriegt, ohne dass man am Griff zieht und die Starre von der Scheide das dann eben als Gegendruck arbeitet, sondern du musst dann hier den Gegendruck über den Daumen aufbauen. Dazu brauchst du hier eine gute Daumenrampe und die haben wir hier. Und ihr hört schon, also die Dinger, die sind unverlierbar da drin, aber trotzdem kriegst du sie gut raus durch diese perfekt geformte, angepasste Daumenrampe. Darum kann auch hier dieses elastische Material sehr gut arbeiten. Ja, hier haben wir so ein, naja, Black Canvas. Ich würde sagen, das geht mehr in ein Grau. In ein graues Canvas Micarta und hat eine ganz tolle Rautenstruktur noch oben drauf. Man sieht sie kaum, aber man fühlt sie super. Also es ist nicht aufgeraut, so wie ein G10, dass einfach die ganze Oberfläche rau ist, sondern wir haben da wirklich ganz viele kleine Pyramiden, sag ich mal. So Rauten hier oben drauf, welche das Ding angenehm rutschsicher machen. Vor allem ein nicht lackiertes Micarta ist sowieso schon von Haus aus ein guter Griff. Und mit diesen Rauten hält das Ding ja noch besser in der Hand. Und die Handlagen von diesen Modellen sind einfach sagenhaft gut. Also diese THC und Markus Reichardt Messer, die gehören für mich zu den absoluten Handschmeichler schlechthin. Das ist nur noch ein bisschen von der Kydex gewesen. Schön satiniert. Oben haben wir dieses Chimbing. Ist nicht aggressiv, gibt dem Daumen ein bisschen Halt. Was mal schön ist, ist dann hier, dass man nicht die Klinge zu voll pinselt. Hier nur das Logo drauf. Die andere Seite ist leer und man hat einfach hier den Klingenrücken noch genutzt, um das Modell reinzulasern. South Pole und hier noch der Stahl Elmex. Auch eine schöne Art, noch Information aufs Messer zu bringen, ohne die Klinge zu arg vollmalen zu müssen von der Präsentationsseite. Ne? Würde dem Stefan wieder gefallen. Schlichtes, einfaches, kleines Logo und den Rest hier dezent auf dem Klingenrücken und den sieht man fast ja auch nur, wenn dann eben der richtige Einfallswinkel vom Licht passt. Sehr schönes Messer, gefällt mir persönlich sehr gut. Dieser Micarta-Griff, die Handlage dieser Modellreihe sowieso. Schön bis hochgezogener Schliff.
Läuft fein aus. Läuft fein aus. Habe jetzt keine Schieblehre hier, aber was sind maximal 0,5. Sehr schön. Wir machen mal noch den Größenvergleich mit meinem, habe mein Standardmesserchen gerade als Easy Pioneer. Kennt jeder. Ja, es ist noch kein zu großes, riesiges Messer. Aber ich denke mal, für die meisten Aufgaben beim Zelten, Wandern, Campen, im Wald, bei der Jagd, Forstarbeit, wie auch immer, ein guter Begleiter. Ja, das neue THC Südpol. Schönes Teil. Und aber wir haben noch ein weiteres Neues reinbekommen, das wir uns dann gleich nochmal im nächsten Video anschauen. Okay, jetzt sage ich hier schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jubli, macht's gut. Bye bye und immer schön, ne? Messerchen einstecken und auch noch ein bisschen Ballistoltüchchen. Also ciao, macht's gut, bye bye.